Stefan Hans Gläsener ist Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und kennt natürlich Schleswig-Holstein wie aus der Jackentasche. Herr Gläsener, ist alles andere als so ein Erdrutschsieg eine handfeste Überraschung am Sonntag? Also die Frage wird ja sein, wie hoch der Abstand ist, wie weit die CDU vor dem nächsten Wettbewerber liegt und ob das dann die SPD oder die Grünen sein werden. Wenn der Abstand so hoch ist, dass man Daniel Günther das Amt des Ministerpräsidenten nicht verwehren kann, dann wird das auch so kommen. Aber wir wissen aus vielen anderen Wahlen, dass das auch eine Demotivation der CDU-Wähler sein könnte, nach dem Motto, das ist eh durch das Ding. Davor hat die Union ziemliche Sorge gehoben. Und deswegen wurde ja auch noch heftig Wahlkampf gemacht und motiviert, auch von Daniel Günther. Die Konstellation, es heißt ja, man will so weitermachen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so leichte Absetztendenzen von den Koalitionspartnern, von den Grünen und den Liberalen. Wie sehen Sie es denn? Was passiert da gerade? Also das ist schwer einschätzbar, weil man nicht genau weiß, wie stark der Bundeseffekt ist. Die Ampel scheint hier der SPD und den Grünen keine großen Flügel zu geben, allerdings den Grünen eher als der SPD. Sie wissen bekanntlich, dass Robert Habeck hier aus Schleswig-Holstein kommt und im Moment ist es schon so, dass die Grünen eine gewisse Aufmerksamkeit auch im tiefen bürgerlichen Milieu hier oben erfahren. Auch das ist eine nicht ganz ungefährliche Lage für die CDU. Und da gibt es ja noch den Südschleswigschen Wählerverband, in der Vergangenheit eher so im linkeren Lager verortet, inzwischen aber tief auch ins Bürgerliche eingedrungen. Und das könnte auch nochmal die 1-2 Prozentpunkte Unterschied machen bei der CDU, um zu sagen, so ein richtig strahlender Wahlsieg ist es dann vielleicht am Ende doch nicht. Aber die Tendenz geht dahin. Jetzt ist es jetzt die rechten Spiele, die gehen ja dahin, dass eben Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün möglich sind. Aber Schwarz-Grün, kann da die Bundesgrünen, können die da überhaupt mitmachen oder haben die da gar nichts zu kamellen an der Küste? Robert Habeck habe ich schon angesprochen. Ich glaube schon, dass er ein erhebliches Wörtchen damit redet. Aber Monika Heinold ist eine wirklich taffe, inzwischen seit 10 Jahren im Amt befindliche Finanzministerin. Die wird da schon ihren Stiefel machen. Sie kommt mit Günther gut klar. Sie kommt mit Thomas Losse-Müller nicht so wahnsinnig gut klar. Thomas Losse-Müller, muss man wissen, war früher ja mal Grüner und war ihr Staatssekretär. Und da kann man sich vorstellen, dass das so vom Beziehungsgeflecht unter den dreien nicht so ganz unkompliziert ist. Aber wenn die Grünen vor der SPD liegen würden und nicht zu weit hinter der CDU, dann ist die Verlockung zu sagen, dann bilden wir eine grüne Ministerpräsidentin und eine entsprechende Koalition, vielleicht noch mit einem dritten Partner, gegen die CDU. Die Verlockung ist natürlich da. Insofern geht das am Sonntag um was. Ja, da ist ganz schön viel Musik drin. Stefan Hans Gläsener, herzlichen Dank für diesen Vorgeschmack auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein.